Hey, hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, wir sind immer noch beim Bodenprojekt, wo uns dann auch bald das Holz ausgeht, wie erwähnt. Deswegen wird da eine Baumfarm gebaut und ja, ich will ein bisschen was am Ton nochmal geändert zu den letzten Folgen, denn da gab es ja so ein, zwei kleine Probleme mit der Lautstärke und so. Ich hoffe, das ist diesmal besser. Ich war was laut, die Welt war was leise und jetzt ist alles was leise und das ist viel besser, finde ich. Ich könnte aber noch ein bisschen lauter machen, glaube ich. Nicht viel, nur so ein bisschen. Ich bin ja immer noch am... mein Mischpult-Gedöns sagt mir halt, dass es super leise gerade ist. Block, block. Es geht halt nichts in den grünen Pegelbereich rein, in dem ich mich ja eigentlich für meine Stimme aufhalten will. Bin aber beim Nachmischen, wenn ich das miteinander höre, immer verwundert, dass es dann doch laut oder leise ist. Naja. So, ihr baut jetzt, das ist schön. Draußen sind es 21, drinnen sind es 21 Grad. Alles nice. Warum haben die Leute Hunger? Achso, weil sie so lange im Bett waren und noch kein Frühstück hatten. Verständlich. Da kann man schon mal Hunger kriegen, wenn man die ganze Zeit im Bett verbringt. So, wie geht's denn ihm hier? Nein, das ist ein geplanter Boden. Ihm geht's eigentlich ganz gut, er ist auch ganz zufrieden. Dann fangen wir mal an zu anzuwerben. Fäulnis. Nein! Mir verfaulen meine... Kein Krankenbett mehr. So, es ist ein freies Bett. Müssen auch bald hier eine zweite Etage reinsetzen. Und jetzt verfault mir mein Zeug hier unten. Das ist ja wohl nicht wahr. Ja, das macht er ganz gut. Bin ich ganz zufrieden mit ihm. Die Musik ist sehr angenehm. Immer mir noch ein Tick zu laut. Bin da ja eher einer der leisen Töne. So. Oh, irgendwie ist meine Stimme nicht so in Ordnung, wie es sein sollte. 2% Anwerbechance. Das ist doch ziemlich hoch dafür. Ihr könnt nicht weitermachen, weil... Was ist los? Was fehlt euch? Warum stehen hier noch Bäume? Ja, hat ja schon einer putzt. Das ist ja sowas, was ich gar nicht mag, ne? Eigentlich sollte er doch schon längst... Achso, das ist das Gärtnern. Das könnten wir eigentlich bei allen auf 3 stellen. Ne? Er geht halt eher putzen und tragen, anstatt dass er gärtnert. Weiß ich nie, ob ich das gut finde. Eigentlich sollten alle ernten. Zumindest die Handwerker angehen sollten. Sich damit drum kümmern, Leute. So geht das nicht. Euch ist zu warm. Das ist verständlich. Es ist halt auch warm. Naja, vielleicht habe ich es mit dem Boden doch ein bisschen übertrieben. Tüdüt. 2% Anwerbechance. Und sonst so eine Vorratskapsel, das war mal ja, was anderes. Ah, Food. Bitte einlagern, kühl einlagern. Ja, der Salat ist halt ziemlich langweilig. Alles Food, was wir machen, ist momentan noch ziemlich langweilig. Ich hoffe, das wird sich zeitnah ändern. Oh nein. Oh Leute. Ist doch nicht dein Ernst. Pass auf, dann hören wir auf, den anzuwerben. Dann stellen wir wieder um auf freundliches Gespräch. Wobei, wenn wir ihn angeworben haben, kann er in seinem eigenen Gefängniszelle schlafen. Schon okay. Dann müssen wir aber hier draus halt wieder ein Krankenbett machen. In das wir jetzt unseren Kranken schicken. Und das ist alles sehr schlecht. Da 3, okay. Eigentlich müssen wir so noch einen Gang schaffen dazwischen. Das wäre so. Wie das aussehen soll.
Das finde ich okay. Eigentlich können wir die. Ne, wir machen das jetzt alles mit Steinen. Simpelsten aller Gründe. Davon haben wir genug. Strukturell hätte ich gerne noch einen Abriss von dem. Hier. Aber wir können das auch als Ausmauer benutzen erstmal. Ist erstmal billiger. Als wenn wir hier eigene Außenmauern bauen müssen. Hier liegt überall Holz rum und keiner benutzt es. Weil keiner Zeit für irgendwas hat, ich sehe das schon. Alles schwer beschäftigt mit Dingen. Und einer ist ausgefallen. Ah, ganz schlecht gerade wieder. Ich mag das nicht. Wenigstens ist die Versorgung sichergestellt. Wir haben August, noch kein Winter. Alles gut, soweit. Ordentlich viel. Ordentlich viel vielleicht nicht, aber zumindest so viel, dass es reicht für den Anfang. Oh, Hühnchen. Ganz viele kleine Hühnchen. Ich hoffe, die überleben den Winter. Trotz der Fäulnis, die sich da eingeschlichen hat. Die könnten wir übrigens, ich glaube, Vieh, was geboren ist, Tiere, wird automatisch den Eltern zugeordnet, ne? Genau, das war richtig. Ja, es läuft doch super. Wir können noch überlegen, ob wir können im Management was einstellen. Ah, das machen wir später. Das machen wir in einer späteren Folge. Ich kann diese Hühnerüberproduktion, die wir da bald erzeugen, nämlich auch ein bisschen eindämmen. Denn wenn die noch weiter so brüten, dann haben wir irgendwann 3 Millionen Hühner hier rumlaufen. Und das ist nicht gut. Das sage ich euch direkt, weil das Essen geht nämlich dann zur Neige. Also die essen zwar eh nur Heu, aber dann stirbt das Muttertier und so weiter und so fort. Und dann ist ganz schlecht für den Winter. Ganz schlecht. So. Das läuft auch ganz gut. Ja, eigentlich alles unter Kontrolle. Man kann jetzt schön im Spiel zugucken. Das wären die Phasen, die man einfach hätte laufen lassen können. Woraus baut er jetzt eigentlich? Aus Marmor. Und ich habe 302 Marmorblöcke, oder? Ja. Nur es baut keiner, denn der einzige Typ, der für Bauen eingestellt ist, Bauarbeiter, Lokti? Eigentlich sollte Lokti bauen. Der kümmert sich aber erstmal Linie ums Versorgen. Okay. Ja, wahrscheinlich bauen die auch erst den Boden fertig. Bevor sie da oben anfangen. Das ist alles schlecht. Deswegen so Großbauprojekte. Vielleicht besser erstmal nicht. Ich mach das jetzt auch erstmal. Komm. Wir canceln das. Nein, 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 nein. Nicht abreißen. Bitte nicht abreißen. Cancel war die Aussage. Nicht abreißen. Sehr schön. Orte, die wir eh nicht so viel betreten, brauchen wir nicht, um zu rüsten. Orte, die, wie der hier, die quasi fast vollständig aus Holz schon bestehen, brauchen wir nicht, um zu rüsten. Dann sind wir ja fast fertig. Lock, die schläft. Dir geht's nicht so gut, deine Laune ist eher schlecht, ich weiß. Aber du musst halt leider noch sehr lange dran, sehr lange nicht, aber 100% Immunität muss erreicht werden und da ist noch was. Zeit, die ins Land vergeht, bis du wieder fit bist. So, und damit ist das dann Indoor. Und die Außenmauer steht. Und dann reißen wir hier ab und dann haben wir nämlich einen schönen Durchgang. War wahrscheinlich eher das hier. Seid ihr Besucher oder Trader? Und wieso unterhält sich eigentlich keiner? Ah doch, set to default, try to improve. Okay. Ein bisschen Freunde machen, weißt du, dann versteht man sich besser mit denen. Ich weiß nicht mehr, welchen Vorteil das hatte. Das sind die Dinge, die ich gerne auch vergesse. Hast du nicht langsam genug Wooden Planks hergestellt? Ach, du bist auch der Bauarbeiter, das heißt, du bist auch derjenige, der sie am Ende wieder benutzt.
Sehr gut, wir sind gleich durch. Dann haben wir überall Bodenplatten drin. Warum mache ich das mit den Bodenplatten eigentlich? Ganz einfache Sache. So eine Bodenplatte bedeutet, Aussehen, Brennbarkeit, nein, die sorgt auch dafür, dass man schneller drüber rennen kann. Achso, mit Maus over sieht man es. Laufgeschwindigkeit hier unten links in der Ecke. Und wenn die über Erde ist, ist die nur 87% und auf halt gemachtem Boden ist die besser. Deswegen will ich auch diese Flecken hier loswerden. Und das für den Boden? Kalksteinplatten. Vielleicht machen wir das aus Kalkstein tatsächlich. Kritischer Alarm, schlechte Laune, ja. Dreh einfach nicht durch, okay? Ach, du wurdest schon immun. Dann kannst du eigentlich theoretisch das Bett langsam verlassen. Geh mal raus. Bisschen an die frische Luft. Bisschen was draußen rumrennen, bisschen was arbeiten, was gegen schlechte Laune tun, wa? Genau, sich mit Leuten unterhalten, was man so macht gegen die Laune. Theoretisch hätte ich Freizeitbeschäftigung vorgeschlagen, aber gut. Dann halt nicht. Genau, Essen ist auch gut gegen schlechte Laune. Und Arbeiten ist super. Ja, guck, seine Laune verbessert sich schon. Ja, hier oben stehen neue Schlafgemächer. Jetzt arbeitet ihr alle dran, ne? Jetzt habt ihr alle so viel Freizeit. Klar, jetzt wo ich wieder genug Personal habe, haben auf einmal alle genug Zeit, der Arbeit nachzugehen. Mach doch erstmal die Hauptmauer fertig, dann kann ich nämlich anfangen abzureißen. Aber gut, das bin ich selber schuld, weil ich habe schon Indoor geplant. Ich hätte erstmal den Außenraum planen sollen. Und ja, ich baue immer so Riesenkomplexe, anstatt schön in die Welt reinzubauen mit kleinen Häuschen und so. Nein, ich baue immer Riesenkomplexe. Der Grund, na, ist einfacher zu kühlen. Ne? Du brauchst einfach eine Kühlung in den Hauptraum. Die muss stark genug sein, dann verteilt sich das in den Räumen. Hier geht's zu unseren Hühnchen. 4 Stück. 4 ist okay. Es werden noch mehr, ne? 4 Verfruchtete. Ich kann leider auch nicht ausschalten, dass der Hahn jetzt aufhört mit dem Befruchten. Wir könnten natürlich den Hahn schlachten, dann hat sich das Thema auch erstmal erledigt. Ich meine, es kann natürlich auch passieren, dass jetzt kein weiterer Hahn geboren wird von den Küken hier rumhin. Aber ich kann das ja schon mal nachgucken. Weiblich, weiblich, männlich. Zack, das ist gar kein Problem. Die Population wird sich von alleine wieder erweitern. So, das ist fertig. Dann fehlt jetzt nur noch dieser Teil der Mauer. Dann ist das auch Indoor. Dann können wir hier abreißen. Ist es sogar schon. Sehr schön. Dann wird nämlich das hier abgerissen. Und dann haben wir auch Zugang zu dem inneren Bereich. So. Es geht dann direkt Schlafbereich in Lager über und so weiter. Ich würde sogar fast hingehen und das hier komplett abreißen, aber gut. Erstmal bauen wir es so. Wir können immer noch umbauen später. Genau, baut das erstmal fertig, meine Herren. Ich würde es sogar eher sagen, dass wir die inneren Wände, die jetzt hier noch fehlen, mit Holzplanken machen. Ach, Sonnenfinsternis. Gibt Schlimmeres. Stell dir vor, hier Solaranlagen überall stehen, dann würde mich das tierisch abfacken mit der Sonnenfinsternis oder so. Ganz gechillt. Was ich jetzt aber tatsächlich wieder brauche, ist Wooden Floor. Also ein paar Stellen würde ich tatsächlich dann doch noch gerne mit Holzboden bedecken, weil Schlafzimmer ist immer dann ein weiter Weg und sieht auch scheiße aus, wenn die auf Erdboden schlafen müssen. Das mögen die auch nicht. Daher macht das tatsächlich Sinn und dass wir einmal den Laufweg hier beschleunigt haben, macht auch Sinn. Und so viel Holz braucht das jetzt auch nicht. Ja, jetzt überlege ich mir gerade, ob ich die Session noch weitermache. Ich denke schon. Aber für diese Folge ist es erstmal vorbei. Wir sehen uns dann nächste Woche schon wieder. Aber was haben wir denn? Lass mich mal rechnen. Dürfte Februar dürften wir auch jetzt durch sein, ne? Ja, den haben wir auf jeden Fall schon, das ist ja schon diese Woche durch. Das ist schon März. Oh.
Ja, gut. Bis zur nächsten Woche und tschüss.